Auch die Tafeln sind schon lange am Limit. Gestern gab es zum Glück eine besondere große Spende von der Gastronomiemesse Internorga. Großeinsatz am Messegelände. Der komplette Fuhrpark der Hamburger Tafel rückt an, um abzuholen, was nach 5 Tagen Messe noch übrig ist. Weil natürlich das Bewusstsein einfach mittlerweile ja überall ist und die Aussteller gerne die immer ein bisschen mehr mitnehmen zur Messe, aber jetzt nach so vielen Tagen eben alles, was über ist, auch gerne abgeben und wissen, dass es vor allen Dingen auch an Bedürftige geht und dass es einfach wirklich sehr gebraucht wird. Julia, Carina und Niklas sind Teil des 40-köpfigen Teams aus Ehrenamtlichen, die heute die Internorga entern. Während die Messe abbaut, strömen sie aus, um möglichst viele Lebensmittelreste der Aussteller entgegenzunehmen. Es wäre Ware, theoretisch, die weggeworfen werden müsste, einfach aus gesetzlichen Gründen wahrscheinlich. Und deshalb alle machen mit, alle freuen uns auch. Sonntag sind wir hier über die Stände schon gegangen und haben allen Bescheid gesagt. Wir wurden von allen herzlich empfangen. Der 32-jährige Niklas arbeitet eigentlich in der Finanzbranche. Nebenher engagiert er sich für die Tafel. Ich habe das Glück, ich kann im Warmen sitzen. Es gibt andere Leute, die stellen sich jeden Tag ab 4 Uhr in die Kälte und warten darauf, dass sie was zu essen bekommen. Und wenn ich einfach nur mit ein bisschen was dazu beitragen kann, warum nicht? Über das gesamte Messegelände verteilt entdeckt man ihre roten Jacken. Von Obst über Fleisch und Fisch bis hin zu Kaffeebohnen. Eingepackt wird alles, was die Messe noch hergibt. Denn rund 45.000 Menschen sind derzeit auf die Spenden der Tafel angewiesen. Wir arbeiten wirklich von Tag zu Tag und Woche zu Woche. Momentan ist das größte Problem tatsächlich das Volumen an Lebensmitteln. Gleichzeitig bei immer weiteren Anfragen von Menschen, die auf Hilfe und auf Lebensmittel angewiesen sind, die wir nicht bedienen können. Knochenarbeit beim Einladen in die Kühlwagen. Besonderes Highlight an Bord, Milchprodukte. Die sind teuer und somit ziemlich rar. In der Zentrale in Tonndorf trudeln derweil die ersten Lieferwagen ein. Jetzt muss alles schnell ins Lager und vor allem mit System. Naja, wir sortieren jetzt schon, was ist Kühlware, was ist Trockenware. Was ist langhaltbar, was ist kurz, was ist vielleicht schon aufgetaut und organisieren jetzt schon, wo das die nächsten Tage verteilt wird. Nach gut 5 Stunden kommen auch Julia, Carina und Niklas vollbeladen zurück. Um 20 Tonnen wurde das Lager der Tafel durch den Internorga-Einsatz aufgestockt. Das ist so viel, wie an 3 vollen Tagen quer durch die ganze Stadt Lebensmittel einzusammeln. Und auch weiterhin werden Spenden bei der Hamburger Tafel dringend gebraucht.